Ich trage gerne Pullover und Hauben aus Wolle. Leider neigt dieses Material, besonders bei hohem Wollanteil, zum Fusseln. Es zahlt sich aber wirklich aus, die Mühe zu machen, diese Kleidungsstücke von den Fusseln zu befreien und nicht gleich zu entsorgen. Um die Fusseln zu entfernen, habe ich 5 Gegenstände ausprobiert. Einen Fusselrasierer, einen Kamm, eine Kleiderbürste, einen Einwegrasierer und eine Schere. Der Fusselrasierer hat den Vorteil, dass das Gewebe garantiert nicht beschädigt wird und er die Fusseln einfach und sauber entfernt. Jedoch kann man nur eine kleine Fläche damit Stück für Stück bearbeiten. Mit ihm rasiert man auch sehr schonend die Stickereien, wie bei dieser Trachtenstrickweste hier gezeigt wird. Mit dem Kamm lassen sich die Fusseln auch erstaunlich gut entfernen. Jedoch kann man mit ihm leicht einen Faden ziehen. Mit der Kleiderbürste kann man gleich einen größeren Bereich abbürsten und funktioniert eigentlich auch ganz gut. Beschädigungen des Kleidungsstückes sind hier auch ausgeschlossen. Allerdings erfordert es ein wenig Körpereinsatz und man kann dabei schon in Schwitzen geraten. Das Abrasieren der Wollfusseln mit einem Einwegrasierer geht rasch und die Oberfläche des Kleidungsstückes ist wieder fusselfrei. Jedoch ist hier eine oberflächliche Beschädigung des Fadens nicht ausgeschlossen. Mit der Schere lassen sich ganz gut die größeren Fussel entfernen, sowie die zotteligen Fusseln am Rand kürzen. Hier sollte man aber unbedingt Vorsicht walten lassen, denn ein Wollfaden ist schnell durchtrennt. Ich persönlich finde die Kombination der gezeigten Gegenstände sehr nützlich und ich hoffe, mit meinem Tipp haben Sie noch sehr lange Freude an Ihren Kleidungsstücken aus Wolle.